Ja, was wollten wir denn jetzt als nächstes machen? Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall die Kriegerquest machen. Die Beförderungsquest. Vernichtet alle Untoten und Geister aus, ja. Tolaranische Forst zurück. Versuchst du Steinmut? Nee, das machen wir nicht. Beschafft euch die Pläne zu Fort Riverstride. Nee, das machen wir auch noch nicht. Ich weiß, beziehungsweise weiß ich nicht genau, ob wir das überhaupt machen müssen. Ich glaube nämlich schon. Dann müssen wir noch einen Richter wählen heute. Bring Parsons Federkiel zu Norbert Trush in Eris, ja? Ist Norbert. Ist Norbert hier drinnen oder was? Schauen wir doch mal direkt nach, würde ich sagen. Ne, das ist nur der Kopfgeld. Kopfgeldjagd. Wo ist denn Norbert? War das vielleicht einer von denen hier in diesen Häusern hier? Bin mir unstimmig. Ich bin mir unstimmig tatsächlich. Norbert. Wir suchen Norbert. Norbert Trash. Da, guck mal. Zack. Geil. Direkt die erste Mission noch gemacht. Das ist wirklich die Faunfeder, die bei der Unterzeichnung der Vertrags von Pierpont verwendet wurde. Meine Sammlung ist vollständig. Ich werde eure Siege und Taten auf jeden Fall korrekt und objektiv festhalten, so dass alle erfahren, dass ihr die wahren und rechtmäßigen Herren von Harmondale seid. Nice dude. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, wer er überhaupt ist. Aber naja. Ist auch nicht so wild. Cool. Mitglied der Geistergilde. Was haben wir denn noch so? Schafft euch die Pläne, das machen wir nicht. Richter bringt den versiegelten Brief zum Feenkönig. Und, okay, findet den Schrei Statuen. Schrein in Bacarda, Wüste in die Tartaglia und in Everly und kehrt dann zu Tom Lumbra im Tundranischen Forest zurück. Wäre auch noch interessant, wo es die Statuen überall gibt, ne? Gewinnt in allen 13 Tavernen ein. Ach komm, Mensch, nee, darauf habe ich nicht so Bock. Irgendwann kümmern wir uns aber drum. Aber an sich habe ich nicht so Lust auf die Spiele. Bringt die versiegelten Brief zu Feenkönig. Nee. Wir machen jetzt das Geisterhaus. Ja, da haben wir nämlich alle Klassenquests abgeschlossen. Jedenfalls die erste Stufe. Und ich glaube, da müssen wir überall darauf warten, dass wir den Weg des Lichtes Hallo, einschlagen. ihr wollt reisen? So. Ich hoffe, dass wir jetzt. Ah, mit dem Schiff können wir doch nicht nach Harmondale. Das macht nun wirklich keinen Sinn. Dann gehen wir einfach zu Fuß dahin, würde ich behaupten. Haben wir sonst noch irgendwie was in dem Inventar, was wir nicht mehr brauchen? Wir hätten noch diese komische Wem soll das denn Axt. nützen? Hufeisen. Brauchen wir noch irgendwelche Fähigkeiten so? Gerade jetzt so? Die ist halt richtig gut davor. Die ist da Meister, da Meister. Voilà, ist gut. Peitschen brauchst du noch. Brauchst du mittlerweile auch nicht mehr, da müssten wir auf ihre. Wir haben schon 50? Bitte. Das ist doch nice. Dann kommen wir da nämlich auch schon mal weiter. Sehr gut. Warum haben wir hier eigentlich plus 2 auf Alter? Haben wir da irgendwie was verpasst oder so? Er ist halt auch schon recht gut alt, ne?
Wir mussten uns zwar gestern noch ein Jahr überspringen, leider, weil wir ins Gefängnis mussten. Habe ich ein bisschen was verdattelt mit, dass man da noch nicht hin, da nicht hingehen darf, da man halt die andere Quest angenommen hat, da mit den Feen. Ist leider so. Kann man jetzt auch nicht ändern. Trotzdem werden wir hier irgendwie durchkommen. Ohne magische, ah gut, kann auch verkauft werden. Der wahrscheinlich auch, ne? Ja. Und dann verkaufen wir nochmal das hier alles. Wir könnten sie natürlich noch im sechsten Sinn noch eine Stufe, noch mal eine Stufe höher, eine Stufe höher machen. Aber ich glaube, das bringt auch nicht viel, da sie auch bei sechster sind. Nee, für Meister bräuchte sie keinen weiteren Rang. Interessant. Wo wäre denn der sechste Sinn-Expert, Meister? Schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Wo war das? Notizen. Verschiedene Seher-Notizen, Obelisken-Zeichen, Brunnen-Notizen, Trank-Notizen. Da unten. Sechster Sinn. Da ist er nicht. Großmeister für Speer, für Streitkampf, für Luftmagie. Großmeister, okay, Meister in Luftmagie. Okay, Erdmagie, Erdmagie, Meister, Großmeister in Seelenmagie. Aha, da ist Sechse sind. Meister Sechse lebt in Pierpoint, in den Elfengebieten, in den Toleranischen Forest. Es ist immer alles in den Toleranischen Forest, ne? Aber egal. Machen wir dann, wir müssen wir wahrscheinlich eh nochmal irgendwann hin. Spätestens, wenn wir ihnen die Pläne geholt haben von der Festung hier. Es ist natürlich jetzt auch die Frage, ob wir vielleicht konstant denn jetzt nur die Elfen unterstützen. Könnte man überlegen jetzt, wo das eh machen müssen, mehr oder weniger, oder gemacht haben schon. Könnte man das halt tatsächlich überlegen. Schauen wir dann nochmal. Erstmal machen wir jetzt halt. Jetzt machen wir halt erstmal das Geisterschloss. Habe ich auch ein bisschen Lust zu, weil ich glaube, das Geisterschloss ist sogar recht groß und gar nicht so einfach. Aber könnte ich mich jetzt auch täuschen, weil wir halt einfach diesmal eine echt gute Gruppenzusammenstellung haben. Sind hier schon auch schon wieder Geister nachgespawnt. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise, ne? Wir müssen. Da ist. Das ist das Geisterschloss, meine ich. Also müssen wir da längs. Okay. Aber wir machen trotzdem alle Geister auf dem Weg. Kaufen wir uns noch Nahrung. Das ist eine Überlegung. Natürlich mal machen, überlegen, ne? Was wir wirklich machen wollen. Wie weit ist er denn mit Äxten eigentlich? Weil hier werden nämlich auch der Meister bei den Zwergen. Äxte dauert noch 2 Punkte. Was kann ich euch bringen? Wenn Geld Proviant für 18 Tage für 45 Gold. Ja. Yeah. Steinsuppe. Das hätten wir sehr gerne. Oh, Zauberstab. Nice. Ich weiß nicht, was das ist. Du musst es wissen, nett, ja. Aber unnütz. Ich würde auch sagen, dass wir gleich mal ein paar Zauberstäbe verbrauchen. Obwohl, ne, die behalten wir eher für dann, wenn wir halt keine Bogen und sowas nutzen können. Also keine körperlichen Angriffe machen können auf die Gegner. Gibt's ja etliche. So, da vorne müsste auch schon das Geisterhaus sein gleich. Ganz nett, aber Na gut, wir waren auch ein ganzes Jahr nicht da, ne? Kann natürlich jetzt überall der Respawn sein. Ach ja, und wir haben noch eine gute Aufgabe in Harmondale. Da sind ja die
Goblin-Armeen waren da ja in dem Gebirge drumherum um die Stadt. Und da habe ich gelesen, dass man die alle wegmachen muss, dann so ein Spion von den Goblins angreifen muss und alle Signalfeuer zünden muss. Dann kommt nochmal eine Armee, die auch wieder weghauen. Dann kriegen wir irgendein Schwert oder so. Irgendwie so grob stand das da irgendwo. Habe ich auf jeden Fall Lust, so das auszuprobieren. Lesen uns aber nochmal genau durch, würde ich sagen. Wenn wir hier das Geisterhaus fertig haben. Was meiner Meinung nach, wenn ich das mir jetzt so angucke, und da jetzt nur Geister drinne sind, doch gar nicht so lange dauern sollte. Weil wir haben uns nicht mehr hochgebufft, ne? Wem soll das denn nützen? Das frage ich mich allerdings auch, wem das hier nützen soll. Und Tagebucheintrag? Kann das sein, dass wir diesen Tagebucheintrag wahrscheinlich schon hatten? Wahrscheinlich schon, ne? Am 11. Dezember, das ist ja auch Real Life gar nicht so lange her. aber das Jahr ist halt schon ein, zwei Jährchen her, ne? Tagebucheintrag, 11. Dezember 1059, im Jahr 1059. Aha, hört sich auch voll falsch an. Möge die Sonne die Dunkelheit verbannen und die Wahrheit enthüllen. Wir haben das Hügelland erreicht, aber alles ist anders. Geister und Gox haben die Gegend übernommen. Bruder Peter wurde in der Nacht von irgendwas geholt. Die Hügelgräber haben ihrem Bösen die Umgebung verseucht. Bruder Christian und ich werden versuchen, es bis in ein großes Haus im Osten dieser Gegend zu schaffen, von dem ich zufällig weiß. Er und ich sind als einziger übrig. Möge die Sonne unseren Weg erhellen. Ich glaube, die sind ins Geisterhaus gegangen. Hätte ich denn jetzt sagen können, dass es nicht die beste Idee ist, die sie in dem Moment hatten? Gut, dann gehen wir hier mal rein. Leben sieht noch top aus. Wir buffen uns trotzdem mal durch. Sprich, sie macht das magische Auge. Du machst auf alle Waffen, wo es geht, den Feuerzauber drauf. Er macht natürlich immer erstmal bei sich. Und danach gehen wir zur Bogenschützin und machen ihre Waffen. Heldentum. Nee, ich glaube, doch den können wir noch. Den Speer können wir sogar auch. Zack. Der hat jetzt ja schon. Der noch nicht. Der muss auch richtig gut reinknattern eigentlich, die Armbrust. Der sollte echt gut reinzwiebeln. Schutz der Magie haben wir auch drauf. Jetzt machen wir auch nochmal auf jede Regeneration. Er ist ja auch gleich fertig. Guck mal, hat schon Kälteschaden drauf. Und ich glaube nämlich hier auf den Waffen auch fast überall. Nee, guck mal, da müssen wir noch was drauf machen. Und auf seine Armbrust. Wer hat Regeneration jetzt schon? Sieht da hinten nur. Ich habe auch immer das Gefühl, dass der Anfang in Höhlen immer am schwierigsten ist. Du musst jetzt noch Regeneration auf dich selber machen. Oh, Regeneration. Direkt auf die ganze Gruppe wäre ja, das wäre nice. So, nochmal speichern. Und eigentlich können wir auch groß speichern. Und dann gehen wir rein da. Das Geisterhaus.
Oh, siehst du? Direkt echt viele, ne? Nun, Katze. Aber auf nahe Distanz sind wir echt gut, finde ich. Siehst du? Fallen ja fast von alleine um. Ein Fackellicht könnten wir nochmal anmachen. Da oben sind noch welche. Komm, mach nochmal Fackellicht an. Ach, das kannst du ja gar nicht, das kann der nur der Zauberer hier. Ja. Ach, was, wir werden hier so durchrennen. Wir sind halt echt gut. Und mittlerweile. In jedem haben wir ja. Haben wir die Beförderungsfest von jedem haben wir gemacht, bis auch vom Krieger halt. Und der Krieger macht jetzt schon richtig gut Schaden, wenn er zuschlägt. Unsere Party-Zusammenstellung finde ich sehr gut. Überhaupt kein Problem. Es ist halt auch tatsächlich irgendwo die klassische Party-Zusammenstellung. Ein Tank, ein Heal, ein DD. Oder zwei DDs. Ist halt eine ganz klassische Aufstellung. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir das Wasser trinken, geht es uns nicht mehr ganz so gut. Sieht gar nichts. Das könnte ein Teleporter sein? Nein, auch nicht. Gehen wir erst unten oder erst oben längs? Ich hab Bock, erst oben längs zu gehen. Hier in den Regalen können gute Bücher versteckt sein, da erinnere ich mich noch dran. Und hier werden noch Türen sein. Könnten wir trotzdem schon mal ihr die Hufeisen geben, dass sie 6 Sinn nochmal einen hoch macht. Hier, yes, snack mal die Hufeisen auf. Und dann... Ah, langt es nicht ganz. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Da. Schöne Schriftrolle. Aber hier ist doch nicht ganz so gut, wie ich das in Erinnerung hatte. Da hinter dem Bücherregal meine ich, ist aber eine versteckte Tür. Auch nichts. Ich war mir so sicher irgendwie. Es kann natürlich sein, dass wir erstmal doch runter müssen und da noch einen Hebel betätigen oder so. Das kann sehr gut sein. Schauen wir mal noch. Waren die nicht auch Fallen oder so noch? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Irgendwas war hier auf jeden Fall. Oh, das war dumm. Das war jetzt echt nicht so gut. Das war noch schlechter. Und das war sogar sie. Damit hatte ich nicht gerechnet. Wir haben hier oben alles rausgeholt, ne? Was man so rausholen kann. Hat es aber gerade aus dem Leben geholt. Deswegen, wir brauchen Erdmagie, müssen wir noch eine hochkommen. Dann haben wir keine Probleme mehr mit irgendwelchen Fallen. Wenn wir sie nämlich aus der Ferne öffnen. Ach, Varric, auch mal wieder da. Jo, meine Weihnachten waren ganz nett, ne? Familie ein bisschen besucht. Beschenken lassen, andere beschenkt. Und bei dir? So, diesmal machen wir die Fallen aber mal vernünftig auf. Ohne, dass wir dabei drauf gehen. So. Gespeichert. Jo, alles sehr klein, aber nett. Ja, ich finde ja meistens, wenn das so eine kleineren Runde ist, eh ein bisschen netter. Das kannst du dich ja gar nicht so
um alle so, ich sag mal, kümmern. Wenn es so viele werden. Und dann wird es auch schnell anstrengend. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier mal nicht drauf gehen. Das war nur ein Kratzer. Ich schaff die Fallen auf jeden Fall nicht. Aber soll uns nicht so wirklich stören. Wem soll das denn nützen? Können uns ja hochhalten und das dann nochmal mit vollem Leben versuchen. Ja. Hier, sie kann heilen. So, hoffen wir mal, dass du jetzt nicht drauf gehst. Au. Nein, alles gut. Au. Ja, ich habe den Patch mal ausprobiert. Ich habe nicht alle Patch genommen, die einem da angeboten worden sind. Weil das dann auch zum Teil die Sprache umgestellt hat und das wollte ich nicht. Weil halt, wenn alles in Englisch haben oder alles in Deutsch, aber nicht halb und halb. Und ja, ich kann jetzt auch aus dem Spiel raustappen. Das ist ganz gut. Schnell speichern ist aktiv. Ja. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. Ich bin ja auch generell schon recht viel, also viel weiter gekommen, als das letzte Mal, als du noch zugeschaut hattest. Warum stürzt denn hier jetzt das Spiel ab? Das hatte ich schon beim letzten Mal, meine ich. Ich glaube, das hatte ich schon beim letzten Mal, als ich das mal gespielt hatte. 3DO. Boah, ich hoffe, dass der Quicksave jetzt nicht genau da gesetzt ist, wo das Spiel abstürzt. Nee. Ja, egal, dann machen wir den Raum halt nicht auf, würde ich sagen. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal dann auch ausgelassen. Ist denn so? Ich hoffe, dass da jetzt nicht das Wichtige drin ist. Ach nee, wir müssen ja alles. Wir müssen alles clearen, ne? Für die Beförderungsquest. Da müssen wir gleich mal schauen, dass wir die da irgendwie rausbekommen. Vorführeffekt, sagst du? Ah, nee, ich bin mir recht sicher, das hatte ich schon beim letzten Mal. Und die Fallen nerven, ne? Ich die jetzt nicht gelöst bekommen. Man sollte mit Grayface patchen, damit alles passend läuft. Der Raum ist wegen dem Bild dort buggy und crashed. Ah, okay. Ja, den Patch habe ich auf jeden Fall genutzt, aber halt nicht alles. Vielleicht hätte ich mal alles nutzen sollen. Speichern. F11. Daumen, Kerze! Den Fallen ist halt echt nervig, dass ich die nicht hinbekomme. Ich weiß nicht, was das ist. Ganz nett, aber unnütz. Aber vielleicht muss ich doch nochmal alles installieren, zumindest für die Szene, sag ich mal. Aber auf Englisch ist echt cool. Ja, ist bestimmt cool, aber da verstehe ich halt nicht alles. Dau! Ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Erhöht den Effekt aller Seelenzauber. Oh, da freut sich doch jemand drüber. Wie soll das denn nützen? Ich weiß nicht, was das ist. Man hat sie auch schon mal überall. Gute Ringe. Zum Teil jedenfalls gute Ringe. Irgendwas hat sie doch gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Kenne ich nicht. Da.
Ganz nett, aber unnütz. Packen wir es wieder zurück. Ich weiß nicht, was das ist. Wem soll das denn nützen? Ja. So schaut's auch wieder ganz gut aus. Ach, die Schuhe kann auch mal alles zu keinen ihr, dass sie den Platz mehr. Kein Platz mehr. Kriegt ja auch immer so viel schnell Loot, ne? Schlimm ist das. Da nochmal hochheilen. Hier waren wir auch noch nicht drinne. Nur ein Katze. Oh, hier ist ein Bild drinne. Das erste Mal, dass man so gefühlt ein Bild sieht. Das können wir runter, den brauchen wir wahrscheinlich denn ja für irgendeine Quest. So, Leben sollte lang. Oha, du bist ja reich inzwischen. Ja, ich war sehr sparsam zum Teil. Ich glaube, das habe ich ganz gut gemanagt mit dem Geld. Ich habe auch meinen Begleiter dann wieder gewechselt, dass ich nicht mehr so viel Gold bekomme. Brauche ich im Moment nicht mehr. Ich bin jetzt auf Ausbilder und Feinschmied gegangen wegen den Fallen. Suchti. Ja, wenn man frei hat, ne, muss man ja die Zeit nutzen. So. Das ist ein Kratzer. Die kriegt die Fallen nicht hin, ne? Wem soll das denn nützen? Hat sie bestimmt keinen Platz mehr für. Nö. Guck, der Ring kann gar nichts. Spiel gespeichert. An sich müssen wir den Raum nur so schaffen, dass wir die rauslocken. Vielleicht schaffen wir das ja auch, ohne dass das Spiel abstürzt. Dann locken wir hier raus. Mal. Müssen wir nicht jetzt das Update installieren. Das ist doch ganz gut und können trotzdem die Quest zu Ende machen. Ja, die sind jetzt auch alle draußen. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur hier nochmal schauen, wie ging das nochmal auf hier? Waren da nicht irgendwo Knöpfe oder so? Oder Bücher? Ah, waren hier nicht Bücher, die man betätigen musste? Ist halt auch so schwer zu erkennen mit der Grafik, ne? Leider nicht. Kein Buch zu finden. Damit ich das hier aufbekomme. Hier oben auch nicht. Nicht zu finden. Ich bin mir recht sicher, das war hier irgendwo. Irgendwo musste man hier irgendwas klicken. Aber ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Oder einfach nur auf die Wand? Auch nicht. Das musste man hier nochmal machen. Hier irgendwas? Auch nicht. Was hat's überhaupt hier mit diesem komischen Brunnen auf sich auch? Der irgendwie immer hin und her schwappt. Warum, weshalb auch immer. So, wie kriegen wir das jetzt hier auf?
Gehen jetzt jedes Regal hier durch. Klicken hier überall hin. Irgendwo muss hier doch was sein. Dann Sechser sind das halt auch noch nicht erkannt, ne? Hätte ich gedacht. Auch Feindenschärfen, dass es hier so hoch ist. Die Gegner sind ja nun wirklich nicht schwer oder so. Trotzdem langt der sechste Sinn nicht. Nicht zu finden. Warte, wir hatten doch eine Schrift vor, da hatten wir ja gefunden. Da stand nichts drauf, ne? Das war nur der eine Tagebucheintrag. Auch irgendwas anderes. Suchgegenstand für irgendwas. Oder ist unten noch irgendwo ein Schalter? Die habe ich jetzt so langsam echt einen wunden Finger schon durchs ganze Klicken. Ah, du weißt es leider auch nicht mehr. Schade. Ist halt überall nichts. Sieht ja auch nichts anders aus in den Regalen. Die sind halt grafisch ja fast immer komplett gleich aufgebaut. Was er anguckt, ja. Guck mal. Der Backraum hat ein gewissen Schalter. Auch nee, genau der Backraum natürlich. Ach, das ist doch blöd. Kein Bock, das jetzt zu installieren, ne? Das dauert halt wieder ein bisschen. Ach Mann. Ach, ich jetzt. Ist ja auch keine Chance, da so reinzukommen. Das stürzt ja direkt ab, immer, ne? Ja, kann man nichts machen. Stürzt immer direkt ab. Blöd. Wenn das Installieren jetzt an sich eigentlich nicht lange dauern würde, ne? Bestimmt geht da jetzt irgendwas schief, wenn ich das installiere. Bestimmt. Wir machen das kurz mal. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange. Ich speichere auch nochmal die Spielstände. Kann man zum Glück relativ einfach noch rausspeichern. In älteren Spielen geht sowas ja immer noch. wo habe ich das denn da? Ausschneiden. Da rein. Ich glaube, ich habe sogar auch noch gedownloadet, die Datei dafür. Für den Patch. Aber die Quest ist optional, oder? Wenn man Ritter im Team hat, sollte man sie machen. Ja, genau, das ist die Quest für den Ritter. Beförderungsquest. An sich nicht schwer, aber natürlich jetzt so ein Bug da drin ist. Unschön. Was davon ist denn jetzt der? Ich habe nämlich beim letzten Mal so gut wie alles weggelassen. A lot of fixes with maps and game. Wisst ihr zufälligerweise, welcher davon jetzt genau nur das behebt, dass ich nur das installiere? Weil hier den Mega Dragon brauche ich jetzt nicht.
Aha. Water, und hier Water Animation brauche ich halt auch nicht. Die Sache auf jeden Fall. Ist das und das das Gleiche? Nee. Ich würde sagen, dann versuchen wir das einfach mal damit und hoffen, dass nicht die komplette Sprache jetzt wieder anders ist. Weil nicht die komplette ja sowieso nicht. Sollte an sich reichen, gut. Dann schauen wir mal. Weil das Installieren von dem Patch, von dem Patch, ist ja echt einfach gemacht, ne? 3DO. Ich glaube, existiert auch als deutscher Patch irgendwo. Ja, vielleicht muss man nochmal genauer forschen. So. Nicht abstürzen. Stürz ab. Ich weiß halt nicht, ob ich das überhaupt da jetzt einfach so rüber installieren kann, weil ich den Patch ja schon mal installiert habe. Let's Magic Hand. Versuchen jetzt einfach nochmal alles. Und hoffen, dass das funktioniert. Jetzt ist irgendwie. Guck mal, die hat er irgendwie gar nicht auch mitgenommen. Der andere hat er jetzt auch gleich direkt rausgenommen. So, hoffen wir mal, dass es jetzt funktioniert. Ah, jetzt geht's. Sehr schön. Oder auch nicht, ich habe mich zu früh gefreut. Aber wenn wir jetzt schnell reinsprinten, kriegen wir das auch zumindest geöffnet vielleicht. Können wir auch mal Double Speed anmachen und das damit versuchen so? Zack, zack, zack. Das ist ein Kratzer. Was brauchen wir alles? Nein, das war zu schnell. Ja, zu langsam. Brauchen wir nur das Bild oder wo müssen wir da genau hin? Ich will da nur auf dieses Bild klicken. Klicken da jetzt nur mal schnell auf das Bild und gehen dann wieder raus, ob das überhaupt geht. Ist irgendwas passiert? Hallo? Nichts passiert. Und kommt da ja auf jeden Fall schnell rein. Wenn man wieder rausgeht, direkt geht das. Einer der beiden Räume links hat einen Schalter am Tisch. Einer der beiden Räume, vielleicht ist es ja sogar der andere Raum, der hier, der hat keinen Tisch. Kann man sich den zumindest entspannt von draußen mal angucken? Ne. Keine Chance, ne? Es ist halt komplett nervig. Links One Hand. Okay. Meinst du jetzt genau links One Hand? 3DO. Oder meinst du, dass er auch hier sein kann? Da ist doch. Aha. Muss ich gar nicht in diesen Raum rein? Kann das sein? Doch.
war das Bett halt. Wahrscheinlich muss ich zu dem Bett in den Raum rein und da was drücken. Oben ist jetzt noch nichts offen. Doch, irgendwas hat sie doch geöffnet. Den Raum kennen wir ja noch nicht. Was hat sich denn jetzt hier gerade geöffnet? Bin ich gerade komplett verloren. Da kommen wir. Da. Ach so, wir haben mit dem Schalter den Raum hier geöffnet. Ah. Ein Licht geht auf. Aber den Raum waren wir doch schon. Hier. Dann kommen wir hier hin. Ah, ja, ja, ja. Au! Soll mich das jetzt beeindrucken? Oh, die roten Geister sind schon ein bisschen anders drauf. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ah, die roten Geister können einen älter machen. Ja, können sie. Machen wir nochmal von hier weiter. Diesmal müssen wir hier einfach links hingehen. Diesen komischen Knopf hier drücken. Boop. Machen aber, glaube ich, auch nur die Roten, ne? Die können dann nur älter werden lassen. Gehen wir denn hier... Schützt uns davor, vielleicht Schutz gegen Magie? Könnte uns doch eigentlich... Ich glaube, die Weißen auch. Schutz gegen Magie könnte uns doch eigentlich schützen, oder nicht? Nein, auch. Wäre auch zu einfach. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Dann hauen wir mal alles raus, was wir jetzt an Zaubern haben. Okay. Die gut wegbekommen. Gibt keinen Schutz dagegen. Nur mit Tränken oder Zauber wieder änderbar. Nur mit Tränken oder Zauber wieder änderbar. Was denn für ein Zauber können wir denn vielleicht sogar schon lernen? Und müssen wir dafür irgendwie was anderes opfern? Hört sich ja schon fast zu einfach an, das dann wieder loszuwerden. Alternes Gottes Eingriff ist geämmlicht. Ah, okay. Altern ist erstmal nicht so schlimm. Aber ich glaube, ab einem gewissen Alter schon, ne? Dann hat das ein bisschen Auswirkung. Ich meine, dass dann irgendwie die Intelligenz sich erhöht ab 50 oder so. Und die Stärke sinkt und sowas. Wo seid ihr denn? Ey. Und hier erstmal raus jetzt. Und dann hier. Gottes Eingriff. Ab 50 gehen die meisten Stats runter und alles Magische geht hoch. Ah, okay. Jetzt habt ihr mich umzingelt, ey. Schlawiner. Ich stehe gleich mal weg. Ja, komm, hau ihn weg. Seid ihr? Hallo. Zumindest ein runter machen wir doch ganz nett. Ja.
Spielzeug.